Herzlich willkommen hier zu Jaskiart. Mein Name ist Jacek und das ist meine Rubrik Die Montagskohle. Hier zeichne ich mit verschiedenen Kohlestiften, jeweils nach Vorlage, eine freie Zeichnung. Dieses Mal sind es drei Damen auf einem Schimmel, und zwar gehören die zu einem Zirkus in den Niederlanden. Die Aufnahme ist datiert auf das Jahr, ich glaube, 1912. Und da gibt es eine ganze Serie davon. Und es ist schwierig, da eine Auswahl zu treffen, weil viele Aufnahmen aus dieser Serie sind ziemlich klasse. Aber ja, jetzt mal zu diesen drei Frauen auf dem Pferd. Ich habe das gewählt, weil ich Tiere nicht besonders gut zeichnen kann, eigentlich überhaupt nicht zeichnen kann. Im Gegensatz zu Menschen, wo ich da ein bisschen mehr Übung drin habe. Und darum habe ich das gewählt. Und bei dieser Zeichnung, also bei dieser Vorlage, kann ich auch eher abstrahieren oder ein bisschen abändern. Ich habe mir vorgenommen, hier bei dieser Zeichnung jetzt das Pferd ein bisschen größer, massiger zu machen und diese drei Damen dann extra kleiner, damit man die Dramaturgie da ein bisschen betont. Aber wie gesagt, Tiere zu zeichnen ist überhaupt nicht meine Stärke, aber das kann man ja ändern, das ist ja nur eine Übungssache. Genau, ich konzentriere mich bei dieser Zeichnung größtenteils auf die Umrisse. Die ganze Vorlage ist ja relativ hell und fast weiß. Der Hintergrund ist für mich da in diesem Kontext da ziemlich uninteressant. Da sind ja nur Wände und ein bisschen Staub, ein bisschen Boden. Nicht der Rede wert. Ich möchte mich hier wirklich nur auf die Umrisse konzentrieren und auf die Physiognomie, also auf die Körperlichkeit des Pferdes, auch der Personen auf dem Pferd, kleine Details wie die Hufen, wie die Knie des Pferdes, damit ich auch das Tier ein bisschen besser kennenlerne und mich ein bisschen mit dem Zeichnen von Tieren vertraut mache. Ab und zu so ein kleiner Challenge ist noch gut. Am liebsten zeichne ich natürlich Menschen und da kann man auch sehr gut und sehr viele Geschichten erzählen. Tiere zu zeichnen ist eine Sache für sich. Ich mag natürlich sehr gern Tiere, aber jetzt beim Zeichnen zeichne ich nur dann Tiere, wenn es effektiv nötig ist, beziehungsweise wenn es für das Bild relevant ist, dann kommt man ja nicht drum herum. Auf jeden Fall hier, ich finde die Ausdrücke der drei Personen, also die wie sie auf dem Pferd sitzen, wie sie sich darstellen, sie gehören ja zu einem Zirkus und sie werden wahrscheinlich auch ein Spiel darstellen oder etwas dem Publikum da mit dem Pferd vorspielen. Vielleicht sind es Artistinnen und werden auf dem Pferd tanzen. Also man spürt schon, dass sie eine gewisse Präsenz auf dem Tier haben, also eine gewisse Präsenz auch in der, wie sie auf dem Pferd sitzen, die Ausdruckskraft des Körpers. Und das ist noch spannend, wenn man dann figürliche Zeichnungen macht, auch wenn die Person sitzt, wenn sie sich scheinbar nicht bewegt, ist immer eine Bewegung drin, ist immer noch eine spürbare Körperlichkeit drin, die man auch in der Zeichnung da ausdrücken kann. Ja, das war eine kleine Übung, ein kleiner Einblick, zusammengefasst in 5 Minuten, knapp eine halbe Stunde in 5 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Glocke, Abo, ihr kennt das ja alles, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Zeichnen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf bald, bye bye.